Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Toca Boca. Ihr seht gerade schon, ich habe hier gerade zwei Hunde in der Hand. Falls ihr mein letztes Video gesehen habt, wisst ihr, dass der Hund auf der rechten Seite jetzt gratis ist. Ich weiß nicht, wie lange und ob er noch da ist. Falls nicht, guckt unbedingt bei den Geschenken vorbei, denn auch kostenlose Spieler können diesen süßen Hund bekommen. Heute geht's aber schon um Hunde, aber nicht um diesen einen Hund, denn wenn wir hier nach unten scrollen, sehen wir Haus für flauschige Freunde. Das ist ein nagelneues Haus von Toca Boca. Es kostet 3,49 €, sowohl auf Android als auch auf dem iPhone oder iPad oder wo ihr auch immer gerne spielt. Und wie immer kaufe ich das Pack jetzt und dann kannst du nach dem Video entscheiden, ob du dieses Pack auch möchtest, zum Beispiel zu Weihnachten. Und dann heißt es hier neue Artikel verfügbar und wir gucken natürlich gleich nach, wo wir das Haus bauen können. So viele Plätze haben wir ehrlich gesagt nicht mehr. Ich hätte vorgeschlagen, wir packen das Haus hier hin, denn das Haus ist ja extrem klein. Also glaube ich zumindest. So klein sieht es jetzt gerade gar nicht aus, oder? Wir bauen es auf jeden Fall einfach mal. Habe ich gesagt klein? Okay, es ist exakt genauso groß wie das andere Haus. Und ihr seht schon, es ist ein kleiner Hund oder eine kleine Katze. Es hat kleine süße Öhrchen. Und wie ihr gerade eben im Kaufscreen schon gesehen habt, es ist ein Haus für die Tiere. Und wir haben mega krass viele Sachen, die wir jetzt für unsere Tiere einrichten können. Da sind wir angekommen. Moment, huch. Haus für flauschige Freunde. Sind es alle Sachen, die wir nutzen können? Oh mein Gott, guckt euch an, wie schön die Sachen sind. Schreibt immer sehr, sehr gerne in die Kommentare. Wollt ihr euch das Pack auch kaufen? Ich liebe Tiere und deswegen musste ich mir das Haus natürlich definitiv kaufen. Und ich erspähe hier auch einen neuen Rucksack. Aber lasst uns einfach erstmal ankommen und das Haus angucken. Oh, wir haben den Garten? Das ist so cool, Leute. Ich liebe dieses Haus. Wir haben einen Garten. Oh mein Gott, und guckt mal, wie süß. Das sind die Abdrücke von dem Hund. Oh mein Gott, das wäre eigentlich das perfekte Haus für die Sandy, oder? Wenn die mal jemanden findet, mit dem sie zusammenziehen kann. Denn ich habe mich ja dazu entschlossen, dass ich das Haus, dieses VIP-Haus, den Eltern gebe. Aber wie süß ist denn bitte dieses Haus? Und es geht. Und es ist voll groß. Ich bin gleich voll schockiert. Es ist riesengroß, oder? Und guck mal, hier ist perfekt so ein Platz für einen Hund. Wir machen mal hier auf und sehen schon das definitiv niedlichste Bettchen überhaupt, oder? Wir haben hier noch ein Bett für Menschen. Zwei Stück. Für Hunde und für Katzenliebhaber. Wie viele Sachen haben wir denn jetzt? Wartet mal. Ich versuche alles zu zeigen, aber es sieht extrem viel aus. So, das sind zwei Sachen für Katzen. Wie schön ist denn dieses... Wartet. Wie schön ist denn dieses Bett? Oh mein Gott, guckt mal dieses... Oh nein. Oh mein Gott, ich möchte unbedingt dieses Haus einrichten. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Möchtet ihr eine Haustour, wenn dieses Haus fertig ist? Denn ich würde dieses Haus wahnsinnig gerne einrichten. Denn ich fand alleine die Idee mega schön, dass wir was für unsere Tiere haben. Oh mein Gott, ein kleines Bettchen mit einer Treppe. Oh mein Gott, süß. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob das auch neu ist. Ich glaube aber schon. Dann, wir scrollen einfach mal weiter. Haben wir verschiedene Teppiche? Gab es den nicht schon? Ich habe das Gefühl, dass es den schon gab. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber nee, es scheint irgendwie alles nur... Ah, das Paddel, das wir gerade gesehen haben. Wie nennt man das? Pfütze. Matsch? Matschpfütze? Sagt man das so? Ja, ne? In Englisch sagt man Puddle. Manchmal bin ich ein bisschen lost. Aber das ist quasi alles neu und man kann das sogar im Haus machen. Das ist nice. Dann geht's weiter zu Schränken. Und ich finde es mega gut, dass man hier sieht, was neu ist und was nicht. Das ist mir gerade eben gar nicht aufgefallen. Aber man sieht quasi hier jetzt sofort, wenn man reingeht, was neu ist und was ich davor schon hatte. Was ich ziemlich cool finde. Und ich glaube, ich schreie gerade schon wieder. Es tut mir leid. Aber immer wenn ich... Und es gibt immer Hund und Katze, ne? Aber immer wenn ich hysterisch bin und mich freue, dann fange ich an zu schreien. Oh, einen Kamin. Als ob. Okay, hier haben wir einen Hängeschrank. Und als letztes haben wir einen kompletten Schrank. Der ist auch mega toll. Als nächstes haben wir Tische. Wow.
Das ist cool. Wir haben immer relativ wenig Tische und es ist immer ganz cool, wenn wir ein paar mehr Tische bekommen. Wobei ich jetzt ehrlich sagen muss, es ist gefühlt nur dieser Tisch hier, der wirklich richtig schön ist. Was haben wir an Bildern? Ein Vorhang. Der Vorhang ist sehr schön. Der gefällt mir sehr gut. Ich liebe das Bild. Als ob. Da können wir jetzt, wartet mal, wie sieht es aus? Guckt mal, da ist der Hund mit seinen dreckigen Pfoten hin und hat da einmal die Tapete kaputt gemacht. Das ist cool. Okay, für Katzenliebhaber haben wir auch ein Bild. Tokaboka scheint Hundeliebhaber zu sein, weil das Hundebild ist größer, möchte ich kurz erwähnen. Und hier, seht ihr das? So eigene Bilder. Oh, das ist mega süß. Gab es das davor schon? Ich glaube nicht. Bin mir jetzt auch gerade nicht hundertprozentig sicher, ob es dieses Bild schon gab. Das gefällt mir auch mega gut. Ich glaube nicht, dass es schon gab. Ich liebe Bilder an der Wand. Die machen, die machen irgendwie alles ein bisschen wohnlicher. Dann haben wir noch Regale. Kann man das... Das kann man... Oh, das ist für eine Katze, Leute. Das kann man aufhängen. Oh mein Gott. Da kann man quasi perfekte Sachen für seine Katze machen. What? Alle, die in Tokaboka eine Katze haben oder auch einen Hund haben, Leute, ich glaube, es ist super, sich dieses Pack zu Weihnachten zu wünschen. Oder, ich meine, ihr müsst euch das Pack ja nicht mal zu Weihnachten wünschen. Ihr könnt ja eine Google Play-Karte oder eine Apple Store-Karte wünschen. Das ist mega und es hört auch nicht auf. Wie viele Sachen gibt es denn in diesem Pack? What? Das hört gar nicht auf. Wir haben hier sogar einen Doggy-Pool. Und tatsächlich haben wir sogar eine neue Toilette, ein neues Waschbecken, zwei neue Spiegel. Das sieht aus wie ein Erste-Hilfe-Kit. Und das ist quasi eine Hundetasche, maybe. Und hier haben wir quasi für den Hund. Oh mein Gott, seht ihr das? Das ist ja süß. Das hat Pfoten drauf zum Abwaschen von dem Hund und hier zum Saubermachen vom Hund. Ich lieb's. Dann haben wir noch zwei wunderschöne, mega süße Abfalleimer. Einen rosanen Roomba. Also das ist ein Saugroboter, Leute. Ich habe nur einen Roomba. Werbung an dieser Stelle. Werde nicht bezahlt dafür, aber ich persönlich habe einen Roomba und der ist rosa jetzt. Oh mein Gott, wie cool. Dann haben wir eine Station zum Erleichtern. Die packen wir am besten einfach mal in den Garten. Und dann haben wir noch Cat Litter. Als ob. Das ist so cool. Haben wir auch Katzenklos? Neue? Nee, ne? Haben wir neue Katzenklos? Ist das ein Katzenklo? Vielleicht ist das ein neues Katzenklo. Ich bin mir nicht sicher. Wir haben sogar hier Hundetüten. Das ist nice. Dann haben wir Sachen für die Küche. Wir haben einen... Zwei. Nicht einen. Zwei. Wir haben zwei Kühlschränke. Dann haben wir... da haben wir Goodies für die Tiere. Also Leckerlis. Ich weiß nicht, ob ihr auch Goodies sagt, aber wir hier in Bayern sagen Goodies. Die beiden kennen wir schon. Ich weiß nicht, warum ich sie trotzdem zeige. I don't know. Die haben wir seit ewig Zeiten. Dann haben wir Nassfutter, was ich ziemlich cool finde. Und dann, das könnten... Also das ist ganz offensichtlich ein Knochen, aber das könnten theoretisch Hundekekse oder auch Knochen sein. Wir haben auch eine neue Küche. Ernsthaft? Krass. Oh, die ist süß. Oh, guckt euch mal die Küche an. Die ist gelb. Oh, die Küche finde ich mega. Dann haben wir auch noch eine Küchenzeile und... Lol, das ist mega süß. Es ist ein kleiner Gasofen, wenn mich nicht alles täuscht. Jetzt wartet mal, wir gehen mal jetzt nochmal raus, weil wir haben langsam aber sicher keinen Platz mehr. Das kennen wir doch schon, oder? Hat das auch gerade gesparkelt? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das kennen wir definitiv schon. Dann haben wir Hochstühle. Wobei, das ist, glaube ich, ein Hochstuhl und das ist ein normaler Stuhl. Und als letztes haben wir noch... Oh mein Gott, das sind Futterstationen. Guckt mal. Wartet. Ich stelle mich an. Einmal eine Futterstation für die Katze und einmal eine Futterstation für den Hund. Finde ich mega süß gemacht. Vor allem die Farben gefallen mir richtig gut. Ich bin mir jetzt nur gerade nicht sicher, was das hier ist. Sieht irgendwie aus wie so ein Springding. Dann haben wir einen Eimer. Oh, und oh. Wie süß. Neue Töpfe. Die sind zuckersüß. Oh, jetzt wartet. Ich habe irgendwas komplett ignoriert. Das ist eine... Oh, das ist für die Katze.
Die Katzen, die mögen ja lieber aus so Springbrunnen trinken. Und dann, wir haben langsam ein bisschen wieder Platzprobleme. Dann haben wir sowohl für Hund als auch Katze eben noch so einen besonderen Napf. Es ist alles so putzig. Im Wohnzimmer haben wir Sessel. Einmal für die Katze und einmal für den Hund. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, seid ihr Team Katze oder seid ihr Team Hund? Dann haben wir ein wunderschönes Sofa. Das Sofa gefällt mir mega gut. Und dann haben wir noch, oh, wie schön, eine wunderschöne Palme. Die gefällt mir richtig gut. Dann haben wir einen Kratzbaum. Wundert mich sehr, dass wir nur einen Kratzbaum haben. Ein paar Sekunden später. Ach doch, hier, lol. Okay, habe ich gesagt und der zweite Kratzbaum ist quasi hier. Wow, der ist mega. Der gefällt mir mega gut. Das ist gefühlt was, wo man abtrennen kann, oder? Dann haben wir weitere Kissen. Kissen kann man immer gut gebrauchen. Oh, das ist mega süß. Ist das ein Kuscheltier? Das ist gefühlt ein Kuscheltier, oder? Und hier haben wir jetzt so Statuen. Und die anderen Sachen sind gefühlt, glaube ich, auch so Kuscheltiere, oder? Das sind so Kuscheltiere und so Spielzeug für Katze. Oh, hier ist eine Katzenangel. Für Katzen, für Hunde. Hier ist so eine Klingel. Und jetzt wartet, was ist das? Guckt mal, wir haben hier auch noch andere Sachen. Da kann man vielleicht ein Parcours draußen aufbauen, kann ich mir vorstellen. Wir haben auch noch zwei Radios. Die mache ich aber wieder weg, weil wir brauchen gerade kein Radio. Und die Frage... Oh, das ist eine Uhr. Die Frage ist, was das andere ist. Es ist ein Walkie-Talkie. Aber was ist das hier? Ah, das ist... Seht ihr das? Habe ich jetzt zufällig drauf gedrückt. Das ist eine Lampe. Vielleicht auch eine Duftlampe? Als ob. Wir haben sogar Lichterketten bekommen. Und wunderschöne Lampen. Mega viele Lampen. Auch wieder entweder Katze oder Hund. Mein Gott, dieses Pack nimmt gar kein Ende, Leute. Das ist krass. Da haben wir dann nochmal Lampen. Guckt mal. Oh mein Gott, sind die süß. Und als letztes, bevor, ne, also ich meine, wir sehen ja jetzt auch gerade schon die Wandfarbe und die Bodenfarbe in dem Haus. Aber als letztes haben wir dann noch hier die Sachen, die in dem Karton drin sind. Und das sind auch einige. Also einige ist zu viel gesagt. 3 Stück haben wir insgesamt. Aber wie ich gerade vorhin schon gesehen hatte, dieser wunderschöne Rucksack. Also ich stehe total auf diesen Rucksack. Wenn wir jetzt mal die Sandy hier rausholen. Sandy, so, ich setze mich erstmal hin. Dann könnte die diesen Rucksack... Oh Gott, der Rucksack, der ist... Also der ist größer wie ihre Zukunft. Warum ist denn der Rucksack so groß? Aber der ist ziemlich cool, Leute. Der Rucksack ist so groß, weil da der Hund reinpasst. Das ist das coolste Accessoire ever. Hier seht ihr noch die 6 neuen Böden. Und hier sind alle Tapeten, die wir neu dazu bekommen haben. Richtig cool. Das war das komplette neue Pack. Hoffe ich zumindest. Schreibt mir mal unbedingt in die Kommentare, kauft ihr euch das neue Pack? Ich muss ehrlich sagen, ich bin maximal mega krass begeistert. Und schreibt mir unbedingt in die Kommentare, soll ich dieses Haus einrichten und dann für euch eine Haustour machen? Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!